Während es draußen kaum 10 Grad hat, es relativ stark regnet und die ersten gelben Blätter von den Bäumen fallen, blättern wir den Kalender von September hinüber zum Oktober. Denn seit heute haben wir den 1. Oktober, damit das letzte Quartal des Jahres. Die letzten 3 Monate sind angebrochen. Es sind noch 30 Tage bis Halloween und im Oktober sind noch wieder einige, ja, Events oder Termine, die wo zu jeder Silvestervorzeit dazugehören. Darunter das Rödervorschießen am 20. Oktober, bei dem ich natürlich auch wieder vor Ort sein werde, sowie die Uhrumstellung 1 Stunde zurück am 28. Oktober, wo es dann wieder abends früher dunkler wird, was für uns natürlich zugute kommt, da wir dann abends früher Kat1 zünden können, gerade passend zu Halloween. Ich denke auch im Laufe des Oktobers wird es die ersten Kat1-Angebote in den Läden geben. Ich werde mich bemühen und natürlich verfolgen, ob da was schon ersichtlich ist. Videos dazu folgen dann eventuell, je nach Zeit. Und ja, die letzten 3 Monate, wie eben angesprochen, sind angebrochen und damit nun die Silvestervorzeit. Ja, wie ihr schon seit einigen Wochen merkt, jeden Dienstag und Freitag um 16 Uhr kommt ein neues Video und dazu jetzt auch ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen. Ich habe hier noch eine ganze Menge Kategorie 1 aus einer Bestellung im Frühjahr bei Pyrondo. Das Unboxing dazu habe ich ja hochgeladen. Viele haben sich ja wohl gewundert, wo die Videos bleiben. Jetzt kann ich endlich, oder sagen wir, jetzt ist endlich kühler geworden und ich habe richtig Bock, das Zeug vorzustellen oder kurz mal anzugucken, vorzustellen und dann auch zu zünden, ja, weil ich habe jetzt nicht den Sinn darin gesehen, das Zeug ohne Motivation und mit wenig Freude dann aufzumachen und zu zünden. Deswegen habe ich jetzt lieber bis zum Herbst gewartet, wo ich dann selber mega Bock drauf habe, das endlich mal zu zünden. Boah, allein beim Anblick habe ich schon voll Bock drauf. Ja, und damit auch ihr das volle Feeling übermittelt bekommt. Genau. Und das werde ich, wenn möglich, diese Woche abschließen, sprich die ganzen Tests und Co., sodass dann nicht nur zweimal in der Woche, sondern 3 bis 4 Mal in der Woche ein Video online kommt. Die Tage werden dann variieren, Dienstag und Freitag wird aber bleiben. Und spätestens, ja, spätestens, eigentlich steht schon fest, ab Mitte November wird dann täglich ein Video folgen, wenn nicht sogar mehrere. In den Luxus kommt ihr dazu, weil das Silvester 2017 so erfolgreich war. Ich hatte so viele Artikel und das Wetter war so gut, dass ich wirklich alles filmen konnte. Darum könnt ihr heuer den Luxus genießen, so viele Videos bei mir zu sehen. Ich hoffe natürlich, sie gefallen euch alle und können euch die Vorfreude bringen, wie mir selber. Und ja, dazu sei vielleicht noch gesagt bezüglich Vorfreude. Wir haben hier einen Pyro-Teamspeak. Wenn ihr Lust habt, in meiner Beschreibung steht die IP-Adresse. Dort sind auch viele Größen wie Lifestyle Pyro, Sylvester 2K und diverse andere, mit denen man gut sich über Feuerwerk unterhalten kann, um die Vorfreudezeit zu überbrücken, um gemeinsam durch die Zeit zu gehen und sich eventuell die ein oder andere Anregung für Artikel oder Einkäufe zu holen. So viel jetzt erstmal dazu. Ich persönlich bin schon voll gehypt auf die kommenden Wochen, nicht nur wegen den Sachen jetzt hier, sondern einfach, weil jetzt die letzten Wochen des Jahres anstehen. Jetzt sind es noch, glaube ich, sogar auf den Tag genau, circa 12, 13 oder 14 Wochen bis Silvester. Wenn man bedenkt, dass das Jahr über 50 hat, ist es ein Bruchteil, wie es auch Highspeed Fireworks in seinem Rap schön erzählt hat, dass die letzte Zeit ein Bruchteil vom ganzen Jahr ist und dementsprechend schnell vergeht. Darum genießen wir die Zeit zusammen, freut euch auf die Videos, ich freue mich auf eure Kommentare und eventuell hört man sich ja dann auf dem Teamspeak. Bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Oktober, einen schönen Herbst und bis bald.